Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge hier auf der Karte im Monturik Version 3.101. Ich wünsche Dienstag, ne? Einen schönen Wochenstart. Gestern wieder vergessen. Aber fiel mir gerade so ein. Kann ja nicht fahren. Also die Ballen bringe ich jetzt zu Hof 1 und ich stelle die da erstmal ab. Weil die müssen jetzt erstmal 3 Tage silieren und dann wird das Gras-Silage, weil Pferdegras wird erst dann, wenn das Pferdeheu feucht ist. Und da müssen wir dazu immer was tun. Aktuell wird fleißig gemäht auf Reitablage. Und sobald das abgeschlossen ist, geht es bei und wird entsprechend mit dem Zetter getrocknet. Anführungszeichen. Dazu müssen wir das 2-mal machen. Ich habe 2 Geräte dafür. Ein Traktor und noch ein Traktor. Und dann wird nachher geschwattet, je nachdem, ja, ob wir da langsam sind. Wir müssen mit 2 Verband arbeiten und dann gleich entsprechend da das Pferdeheu feucht machen. Das Pferdeheu feucht ist ganz wichtig. Dann wird's, dann soll es Pferdesilage werden. Also, dann soll es. Ich habe es jetzt nicht gepresst und probiert, aber laut Beschreibung ist es so und ich habe es auch gesehen, dass das Heu und das Gras, die Färbe zum zweiten Mal hat sich verändert im Prinzip. Ne? Und das ist jetzt entscheidend, das reicht aus, um da zu sagen, okay, das klappt jetzt. Da wir ein bisschen Zeitnot sind, Zeitdruck, alt ist, laut Wetterbericht, soll es morgen um 9 wieder Regen geben. Zwar nur kurz, dann trocken und wieder Regen. Aber ich möchte gerne das vermeiden, dass unnötig echt nur nass werden könnte, theoretisch. Oder wieder nur Pferdeheu nass werden könnte, oder keine Ahnung, dass das Prinzip da nicht mehr funktioniert. Sondern auch darum, weil es aber Regen auch weniger wird. Und weniger heißt ja schon, ja, wenig, ne? Das ist das Gras, was ich hier hergefahren habe. Gras-Silage. Das vergärt gerade, ne? Also, und wir werden jetzt die Ballen einfach hier so reinlegen. Ist ja egal, ne? Das muss irgendwo liegen. Und 3 Tage silieren. So. Das machen wir weg. Wir können ein bisschen weiter nach links. Denn wir werden ein paar Ballen bekommen. Da überlege ich, ob ich das auf 400 einstelle oder 800 oder so. 10.000 geht nur. 10.000 oder 6.000. Oder lass auf 4.000, ist egal. Z. Ja, das muss ich entsprechend jetzt gern. Jetzt fahre ich aber zu Feld Nummer 41 und 42 und sammle dann mal die Ballen ein. Denn auf Feld Nummer 29, das dauert eine Weile, bis das jetzt hier entsprechend gemäht ist. Ne? Also eine Stunde hat er mir angesagt. Stunde. Naja gut, aber bei reeller Zeit lass es noch 2 Stunden mit Zettern dauern, ne? Oder eine, ja 2 Stunden. Und dann gleich mit Ball, also mit Schwappen noch, ja, und das sind wir entsprechend morgen zur Not. Muss ich noch eine 4. Presse zukaufen, dass ich da unterwegs noch welche ansetze und dann pressen lassen. Ne? Und das Pressen ist ja auch zeitintensiv, ne? Ist ja halt so. Es war ja mal alles geplant, dass ich das mit Häcksler mache und gleich auf Hänger und dann mit Audrive hierher fahre. Oh, ich komme nicht rum. Das war nichts. Noch eine kleine Kurve. Und dann wäre das unter normalen Umständen automatisch gelaufen. Dann wollte ich nur verdichten. Aber ist nicht. Also machen wir es andersrum. Aber ist auch kein Problem. Kriegen wir alles hin. Ah ja, muss immer probiert werden, ne? Dass es nun bei Klee und bei Luzerne nicht so ist. Ja, ist halt so, ne? Ja, so viele Sachen, die man im Prinzip haben möchte und haben kann. Ja, aber. Was bleibt mir übrig, der bei LS, neuen LS, ne?
Jetzt haben wir ja schon mittlerweile ja, Januar. Wenn die Folgen kommen, ist schon Ende Januar. Und wann kommen die ersten Gerüchte meistens? März. Von Gerüchten, wo man sagen kann, dass da stimmt die Richtung schon mal, ne? Ja, den müssen wir auch noch wieder wegfahren. Also aktuell, die sollen ja Mais machen, ne? Also Maisfeld. Ja, ob ich dann mit einem, mit zwei arbeiten werde oder mit vier oder in zwei Felder, muss ich mal sehen, ne? Also wenn zu viel wird nachher. Wenn alles glatt läuft, geht es auch mit vier und mit, ne? Aber wenn es nicht läuft, wird's blöd. Ja, ist halt so. Aber egal, wir machen erstmal, machen wir mit dem Meister keinen Kopf. Erstmal mit dem Pferdegras. Und die Silageballen von Klee und Luzerne. Das bringt ja nur 750 Euro bei der BGH und Gras nur, ich glaube, 270 oder so. Deswegen macht der Gras keinen Sinn, aber Kühe können gerne Gras haben. Das ist für die Kühe ist das okay. Ich meine, die würden auch Klee nehmen, was aber Klee nicht so gesund wäre, wegen hohen Eiweißanteil. Man sollte doch rauf oder Bezug nehmen, also mit Stroh und so, zwecks Gefahr von Blähung. Für Kühe ist das nicht gut. Ich meine, man Furzpflaster ist das eine, ne? Aber wie gesagt, die Kühe, die haben zwei Magen. Ne? Wenn der erste Magen das schon beginnt, ist das am Ende wahrscheinlich tödlich. Also, es ist dann tödlich. Also ich habe es schon so erlebt und auch gesehen von Weitem, ne? Die Tiere dann halt lagen. Ne? Muss dann ein qualvoller Tod sein, unter entsprechendem Druck zu kollabieren. Ne? Hier ist Baustelle. Gut, ein Tierarzt kann da noch helfen. Mit einem Eingriff. Aber das muss rechtzeitig erfolgen, sonst ist das zu spät. Ich weiß, setzt ein Tierarzt ein Glasrohr ein. Aber ob von außen oder über dem Magen, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ich habe es gesehen. Aber wie gesagt, das ist zeitlich gesehen so schnell erfolgen. Oh, so etliche Ballen hier. Da können wir sammeln. Hätte doch zwei nehmen sollen, ne? Zwei Anhänger. Nur einen. Der andere habe ich, ist auch für Ballen, aber das ist ein anderes System. Aber gut, das ist egal. So, Mit diesem Anhänger werden die Ballen, die reifen den durch. Obwohl ich Vollgas gebe, haben wir nur 30 km/h. Ich glaube, Düngen hat keinen Zweck gehabt, das hat mir angezeigt. Von der Färbung her. Muss doch noch einen anderen LKW haben. Einen Traktor haben für den, naja, mal sehen. Dolly. Müssten wir die haben. Vom Milchanhänger. Kann damit zusammenhängen, dass es im Prinzip vom Regen zu nass ist. Ne? Das Trockensymbol wäre vielleicht nicht extrem. Ja, normalerweise fahren Elger nicht auf der Straße, ne? Auf den Acker. Ja, doch, kommt auch vor. Aber nicht die großen, ne? Das ist ja auch so ein Riesenteil. Geht ja darum, wie eine Bodenverdichtung, dass nicht so viel verdichtet wird. Einfach mal sehen, dass wir da wahrscheinlich am Hof umgerüstet werden auf dem Fendt. Fahren wir hier geradeaus. Mit jedem Gewichtszunahme und Anhänger wird schwieriger. Hier habe ich zwei Wörner gelegt.
war gerade stand die Presse. Hat angefangen, hat er abgelegt, zack, wieder mehr. Jetzt wird die Aufnahme neu gestartet und dadurch müssen wir die Fahrzeuge wieder starten. Oh. Vielleicht braucht man vorne mehr Gewicht, ne? 23,4. Müsste ich gucken, ob das mal sich verändert. Ich meine, normalerweise ist so ein Ballen sehr schwer, ne? Ändert sich nicht. Weil ich die Felder noch dünken muss, bevor das wieder wächst. Das ist ja das nächste Ding. Da brauchst du ja 3 Stufen, ne? Ich habe den anderen Mod noch nicht drauf. Ich will den erst aufnehmen, wenn. Ganz wichtig. Kommen wir nicht drauf. Achso, wenn die Ernte abgelaufen ist. Und zwar Mais, Sonnenblumen und Getreide. Das wird erst im Herbst was werden. Ne? Jetzt haben wir früher Sommer. Und im Herbst würde dann entsprechend nach der Ernte umstellen. Mittlerweile weiß ich auch schon, wie das an sich richtig funktioniert. Man muss eigentlich mit dem Dünger warten, bis die Saat drauf ist. Einfach ein Grund, wenn man es automatisch macht, dann weiß die Automatik gar nicht, was wollen wir jetzt eigentlich nicht. Denn bei Soja werden wir düngermäßig null. Und bei, ja, bei Gras halt viel, ne? Ist halt so. Und das weiß ja nicht, wenn man das nicht einstellt. Gut, wenn man jetzt manuell das weiß und man weiß, wie viel dann rauf soll, dann haben wir aber trotzdem, je nach Boden, mal zu viel oder mal zu wenig, wenn man Pech hat. Wenn verschiedene Böden jetzt vorher, ne? Kann ich jetzt nicht sagen, ich habe noch nichts gemessen oder kein Mod drauf. Aber wenn 3 Sorten drauf haben, auf der Fläche, auf der Bodenfläche, kann ja passieren. Dann kann es sein, dass es da einmal überdüngt ist, einmal unterdüngt ist. Ne? Klar, wenn jetzt Gras drin ist, kann man es machen. Wenn Gras. Aber reell ist das auch nicht, weil dann wäre es ja so, dass man Düngergabe im Prinzip in mehreren Schüben gibt, ne? Und das wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt im Herbst aussehen und volle Düngergabe geben und im Herbst viel Regen fällt und somit der Düngerprinzip dann mit der Zeit sogar weggespült wird, ne? Das bringt dann auch nichts. Sei denn, so ein Dünger, der ja im Prinzip sich langsam auflöst, ne? Also Granulat und so ist. Aber wie gesagt, ganz Winter über ist es eher unwahrscheinlich. So eine Vorteil. So, da haben wir noch. Ein paar haben wir noch. Oh, komm. In der ersten Einnahmen ja später, wenn das nachher entsprechend jetzt am vierten Tag in der Silage ist, ne? Ja, 7 Stück noch. 1, 2, 3, 4. Dann fahren wir zurück und nehmen die anderen beiden noch mit. Drei noch. Noch 3. Ja. 3 auf jeden Fall. So. Haben wir auf dem Weg. Dran denken, dass wir einen Traktor nehmen müssen. Und fällt halt langsamer, ne? Das ist zu merken. Geht zu? Nö. Quote. Mal gespannt. Aber wie gesagt, wir werden ja nicht umwickelt. Das ist ja hier so. Einzig Blöde ist, wenn ihr jetzt theoretisch
gespeichert wird, das entsprechend gelöst. Ne? So, schnell zum Hof. Dann haben wir noch eine Spur zu fahren. Gras mähen, läuft ja. Wie gesagt, eine Stunde war es allein mähen. Gut, leider so. Muss aber erst fertig sein, bevor wir den nächsten machen können. Ne? Sonst bringt gar nichts, wenn wir in der Mitte anfangen würden. Die treffen sich immer irgendwo und dann haben wir nichts bei gewonnen. Dann haben wir eher Zeitverlust, weil wir ständig hin und her springen müssen. Ne? Und dann ist nur die Hälfte gemacht. Besser ist erst fertig und dann können wir nochmal ganz normalen Verband anfangen mit Zettern. Nicht im Verband, die müssen doppelt zettern. Es kann aber sein, dass ich sage, okay, wir zettern doppelt, aber im Verband. Das könnte man auch machen, dann wird doppelt schnell fertig. Ne? Dann baue ich ja, was ist keine Ahnung, wie das mit dem Zettel fährt. Knapp 20 km/h, schätze ich mal. Beim Mähen macht er auch nicht mehr, dann braucht es auch wieder so lange. Und beim doppelten Arbeiten wäre es dann entsprechend jo, besser, ne? Dann müssen wir noch Fahrzeuge kaufen. Sind die alle? Also einer ist da hinten beim Düngen und beim nächsten mit Düngen Bereitschaft. Brauche ich auch. Die Zeller reichen auch nicht einfach aus. Dann müssen die Traktoren noch da sein. Also, bevor wir neue Traktoren zulegen. Bis fahren wir heute mal nichts. Das ist nicht tragisch. So. Durch die BGH oder durch Silos fahren wir eigentlich nicht durch. Ist nicht sinnvoll. Obwohl ich den Mais würde ich unten reinbringen. Und der Mais kommt erst im Herbst. Also da würde ich mir jetzt mal keine Gedanken machen, ob hier reinpasst oder nicht reinpasst. So, wie gesagt, LKW auskoppeln und den Traktor holen mit dem Dolly. Hat der Dolly dran? Ich glaube schon. Sieht nicht aus. Auch nicht raus. Da war irgendwie wieder so ein kleiner Fehler irgendwo eingeschlichen. Ja, naja, fast fertig ist gut. Die muss ein bisschen wegfahren. Und kann sein, dass er sich stört, ne? Weil die Runde ja dann fährt. Ne? Der erste, der zweite kann stehen bleiben. Da muss man sehen, dass schon anders gebaut worden ist. Ja, wollte ich alle Fahrzeuge durchhalten, ne? Suchen wir die Viehweide. Sag Kuh. Die haben sie schon gefressen. Ups. Ja, der hat einen Dolly. Dann nehmen wir den auch. Nein, warum mit Dolly? Dieses Mal, ne? Ja, denk mal, ich bin auf dem Feld. Ich mache hier mal gleich auf Breitreifen. Oder beziehungsweise auf Zwillingsbereifung. Für Straße ist ja normale Bereifung ausreichend. Aber die Felder sind ja. Ja, mach mal einen nach Bock. Geht schon, ne? Ich mach gerade Tastatur fahren. Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Auch für heute ist schon die Zeit abgelaufen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter und dann ja, Kleeball noch sammeln. Ne? Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nochmal ein dickes Dankeschön für Reinschauen.